So, hallo, ich bin wieder da. Also, wir machen jetzt mal gleich die nächste Strecke. So, auch wieder in kurz. Na toll. Gut, dann muss ich mir gleich nochmal das ergaunern. So, dann haben wir hier The Pole in der kurzen Variante. Und dann werden wir das dann gleich mal mit dem anderen Fahrzeug spielen. Blödsinn. So, genau, dann haben wir hier den schnelleren. Nehmen wir gleich drauf. So. Sound ist auch gleich ein anderer. 3, 2, 1, go! Gut, dann stellen wir mal gleich mal verschiedene Kameraperspektiven ein, also eine, die weiter hintergelegt ist. Ah, also er lenkt schon ein bisschen schlechter ein. Da muss man schon ein bisschen vorausdenken. So, dann machen wir jetzt hier nochmal. Da haben wir noch eine weitere. Naja, wie ich sagte, da muss ich mich erstmal wieder einarbeiten. Also er ist auf jeden Fall schneller in der Höchstgeschwindigkeit. Damit kann man gut auch Punkte machen. Hat natürlich die schlechteste Panzerung von allem. Wenn man sich da eingearbeitet hat, dann kann man auch ganz gute Runden fahren hier. So, nehmen wir jetzt mal die Ansicht. Also das ist eigentlich eine relativ schöne, weil es ein relativ schönes Geschwindigkeitsgefühl gibt. Ah, super. Jetzt finde ich eigentlich immer noch mit am besten. Das ist so diese knappe Kopfansicht. Man sieht schön, wie sich die Räder bewegen. Guck mal, hätte ich nicht gedacht. So. Man sieht auch, wenn ich jetzt hier mal irgendwo eine Kurve Magie lenke. Denken, sehr schön. Hier die Ansicht. So. Ah, diesmal haben wir sie besser genommen. Mal gucken, weil wir mal endlich mal die erste richtig ordentliche Rundenzeit haben hier. Ich habe jetzt extra die kurzen Strecken gewählt, dass man auch ein bisschen was zeigen kann, jetzt hier in Sachen Geister und Gegend, die antreten und ja. Danach werde ich dann nochmal die längeren Varianten der Strecken spielen, weil die dann am ehesten noch der Streckenvariante von Quantum Rush in die Nähe kommen. Also auf jeden Fall finde ich hier diesen Geistmodus wirklich super, auch dass man hier unendlich viele Runden einstellen kann. Ups, ist ein mehr Schwung. Besser zu sehen. Jo. Ja, jetzt bringen sie. Ups. Von hinten, ja, passt. Lap Record. So. Ja, weil hat man es dann so raus, ne? Findet man noch die Ideallinien. Der Fehler wird gleich bestraft. Was? Ah, das sollte nicht sein. Das ist übrigens die Reparaturstrecke. Man hat ja auch Schadensmodell. Wenn man hier komplett kaputt ist, dann war es das. Natürlich war es das jetzt auch mit der Runde. Ich werde noch mal eine Runde probieren. Nochmal, wenn es jetzt klappt, dann wäre es schön. Ansonsten machen wir dann gleich den nächsten groß. Ich denke mal, hat man jetzt auch langsam genug gesehen. Ich will nochmal jetzt hier nochmal so, die Ansicht. So, komm, sehr schön. Jetzt noch Vollgas. Letzter Versuch, schön von außen die Kurven anfahren und in den Scheitelpunkt rein. Ah, zu viel versucht. Mal sehen, ob ich es aufholen kann. Ja.
verärgert mich gerade. Ich mache gleich nochmal einen zweiten Versuch hier. Also perfekt ist die Runde, die ich da vorne gefahren habe, immer noch nicht, aber... Das werden wir mal gleich nochmal probieren hier. Komm, 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 komm. Ja, sehr geil. Boah, nicht so weit auseinanderfahren. Das ist natürlich blöd, wenn man den Scheitelpunkt nicht mitnimmt. Ah, jetzt kommt er noch vorbei. Okay. Also mehr mittig anfahren. Ah, das war gut. Also außen anfangen bringt hier nicht viel. Mehr mittig. Und doch mal eine Bremse benutzen, ne? Ah, zu viel Bremse benutzt. Das rächt sich gleich. Shit. Ah, vielleicht wird das jetzt auch ein Mini-Video, wie ich mich hier versuche selber zu schlagen. Das kann ja nicht wahr sein. Ah, man könnte doch die Kurve langsamer durchfahren, ja. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ah, jetzt beweilt es sich wieder am besten vor der Kurve bremsen, nicht mal in der Kurve. Ah, ist nochmal ein neuer Lap-Rekord und fahren mal die. Fahren wir jetzt die nächste Strecke. So, ich mache raus. Strecke wechseln. Dann wählen wir jetzt. Was haben wir jetzt hier? Ah ja, gut, jetzt haben wir hier so eine etwas sommerlichere Strecke. Das stelle ich dann auch noch um. So, dann fahren wir mal die nächste Fahrzeug. Genau, hier haben wir den. Da haben wir jetzt mehr Bodenwellen in der Strecke und ja, da werde ich wahrscheinlich auch erstmal gegen alles gegen Ecken. Ja. 3, 2, 1, go! Hört sich so ähnlich Balle an wie der andere, aber ist doch noch ein bisschen anders. So. Und keine Lenkung geht's immer nicht. Man sieht schon, hier muss man auch so ein bisschen gucken. Also auf jeden Fall bei Quantum Rush, da braucht man ja nicht zu bremsen. Hier, muss man dann doch schon ein bisschen überlegen, wie man die Kurven fährt und muss ja dann auch doch ein bisschen anpassen. Hier ein bisschen ähnlich hier mit der Küste, nur dass man halt hier oben jetzt nicht langfahren kann, ist leider ein bisschen schade. Aber es sind halt auch nur Fahrzeuge mit vier Rädern und dann Strecke erkunden. Dafür hat er halt die Strecke auf Bodenwellen, sodass man auch mal springen kann und gucken muss, weil man fliegt auch mal raus. So. Das war hier eine Runde. Lap Record. So, gehen wir jetzt einfach danach gleich nochmal unseren Geist zu schlagen. Scheint ja schon schwierig zu sein, den ersten hier zu schlagen. So, dann fliegst mittig, sonst fliegen wir hier runter. Uah. Wie gesagt, dann kann man auch relativ schnell von der Strecke fliegen. So. Versuchen wir unseren Geist jetzt einmal zu schlagen. Die erste Runde war echt nicht schlecht. Ja, die fliegen, die fahren jetzt zwar nicht ganz so schnell. Die fahren jetzt, anstatt der 1000 km/h fahren die jetzt sicher 300, also das ist bloß ein Drittel. Aber das Geschwindigkeitsgefühl ist trotzdem noch relativ in Ordnung. Also es, nach dem Patch wurde es ja besser, das Geschwindigkeitsgefühl von Quantum Rush. Ich würde jetzt auch Balle sagen, Quantum Rush hat jetzt zurzeit das bessere Geschwindigkeitsgefühl gegenüber Descars. Oh, also schmittig. Super. So.
Man sieht schon, man kann hier schon schön die Ideallinie mit raussuchen. So, ups. Ja, ein bisschen gucken. So, und als nächstes spielen wir dann hier Lava-Level. Damals muss es immer irgendwie ein Lava-Level geben. Ah, nein! Ja! Schwein gehabt. Das ist ein Rundenrekord. Halt von der Strecke geflogen. So. Gut, der nächste war hier Nikos. Relativ schnell. Dann fahren wir das letzte Fahrzeug, den Panzer. Ist jetzt die längste Strecke. Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich dann das Rennen fahren soll. Auf der mittleren oder auf der langen Version, ob ich bloß die kurze fahre. Keine Ahnung. So, hier genau haben wir den Standardwagen, Blitzwagen. Gangschaltung auf Automatik gestellt. Also wenn man möchte, kann man die auch auf manuell stellen. Dann kann man natürlich damit auch schalten. Tasten habe ich auch belegt gehabt, also rein theoretisch könnte ich das. Aber Quantum Rush hat ja die Funktion auch nicht angeboten und da möchte ich das jetzt auch nicht nutzen. Kann man einfach nicht vergleichen. So, nehmen wir jetzt den Blitzwagen, möchte mal ein bisschen weiter hinter, sonst sieht man hier nichts. Also man sieht rechts unten ist noch so eine kleine Minimap, die ist relativ winzig. So, das Schöne hier kann man auch ein bisschen abkürzen teilweise bei den Strecken. Ist natürlich für Quantum Rush wäre es natürlich blöd, wenn man da jetzt abkürzen könnte. Genau, da ich das jetzt auf die Strecke zurückgesetzt wurde, hätte es jetzt mehr Zeit mir erspart, als dass ich durch das von der Strecke fliegen verloren habe. Aber wäre natürlich für Quantum Rush wäre es blöd, weil dann würde jeder nach kürzester Zeit immer nur abkürzen und ja, ich denke mal, die haben es hier wirklich gemacht, weil es dann doch in der Meisterschaft dann manchmal so knüppelhart ist, dass man echt die Abkürzung nutzen muss, damit man da noch eine Chance hat, das Rennen zu gewinnen. Und da die anderen Sachen freizuspielen. Deswegen, ich werde jetzt auch bloß die normalen Strecken, also ich werde jetzt die Strecken normal fahren, ich werde jetzt keine Abkürzung hier zwanghaft ausnutzen, also in dem Sinne bleibt euch dann auch noch ein bisschen was geheim, dass ihr dann abkürzen noch hier suchen könnt, wenn ihr das mal wieder spielen wollt, aber ich denke mal, es wird es ja schon kaum mehr zu kaufen geben. So, das ist natürlich so ein Grafikeinstellung. Man sieht schon, man kommt mit dem Ding hier kaum um die Kurven. Das Ding lenkt wirklich wie ein Stein, nämlich gar nicht. Ups. Ja, seht man mich hier rumfliegen und noch schöne vorher reingesprungen. Ich sage, es bringt dann doch schon mal was hier da abzukürzen. Man überlegt, der andere ist jetzt im Stehen losgefahren. Ich habe jetzt hier einfach mal während des Fahrens. Also man kann schon Teile abkürzen. Es gibt hier noch eine andere Stelle, wo man abkürzen kann. Die werde ich aber jetzt hier nicht nutzen. Muss ja nicht alles verraten. Also mit dem zu fahren ist wirklich rein fahrerisch eine Folter. Dafür ist das Ding aber wirklich ein Panzer auf der Straße. Also wenn die Rennen jetzt unendlich lang gehen würden, dann würden die wahrscheinlich als letztes da noch stehen. Ja. Das ist nicht mehr Rundenrekord. Gut, aber das war's dann eigentlich erstmal mit dem ganzen. Feierabend. So. Also man merkt schon, die Fahrzeuge fahren sich wirklich auch komplett anders. Man muss die Bremse benutzen, man muss dann auch gucken, wie man hier rumfährt. Weil sonst hat man hier echt keine Chance. So, dann war es das erstmal. Ihr habt jetzt alle Fahrzeuge so ungefähr gesehen, wie man die fährt. Auch den Trainingsmodus habe ich jetzt eigentlich ausreichend gezeigt. So, dass man dann richtig loslegen können.